Hallo liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Unser Thema lautet, wie sichern wir die Zukunft unserer Bienen? Als Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker darf ich, Klaus Becker, Ihnen darüber berichten. Kommen wir zum Bild 2. Teil 1 des Berichtes ist, ständig neue Aktivitäten in der Imkerei oder im Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung e.V. helfen, die Zukunft zu meistern. Danach folgt Teil 2, eine breite Öffentlichkeitsarbeit war und ist notwendig, um viele neue Unterstützer und Helfer zu gewinnen. Und im dritten Teil, unsere Bienen brauchen gut ausgebildete Imkerinnen und Imker, Landwirte und hilfreiche Leute, denn der Bien leidet bei monotonen Kulturen. Die Bienen benötigen eine Vielfältigkeit in der Natur und gut ausgebildete Leute. Auf Bild 3 sehen Sie, wie das Probeimkern funktioniert. Das Probeimkern zum Beispiel hier am Zeidlerhaus hat uns geholfen, Jungimkern wie Thomas Winkler, Sandra und André Hack, Rosa Rau und viele weitere Interessenten die Freude bei den Bienen zu vermitteln. Dort treffen sie sich von Mai bis Ende September, um an jedem Samstag zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr, um das Wissen der Bienen weiterzugeben. Gemeinsame Durchsicht von Bienenvölkern, die in dem Imkerverein Herzogenaurach für seine Probeimker am Zeidlerhaus pflegen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Jeder Imker soll mit der Zeit ein Volk zugeordnet bekommen, das er selbst oder mit der Unterstützung der Paten dort halten darf. Wenn das Bienenvolk vom Zeidlerhaus zur privaten Nutzung weggeholt wird, sollte der Besitzer bzw. die Besitzerin Mitglied im Imkerverein Herzogenaurach und Umgebung werden. Das ist ja auch irgendwie verständlich. All die Völker, die am Zeidlerhaus stehen oder in Bruck im Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen, sind dort automatisch über den Imkerverein Herzogenaurach versichert. Wer seine Völker dann aus diesem Gebiet herausholt, muss selbst darauf achten, dass seine Völker versichert sind und dass all die Vorschriften, die zu beachten sind, dann auch von ihm beachtet werden. Durch das Zusetzen von jungen Kanika-Königen von unserer Reinzucht-Imkerin Daniela Oeth, die wird hier vom Gerhard Knaus gezeigt, wie das gemacht wird. Dazu ist einiges an Erfahrung nötig. Es sichert auch die Zukunft des Bienenvolkes. Die imkerlichen monatlichen Schulungen sind ein wichtiger Baustein, die viele Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte alten Erfahrungen über den Bienen auszuarbeiten, zu übermitteln und auch zu nutzen. Zum Dank geht es dabei üblicherweise nicht so eng wie hier bei der letzten Versammlung im Waldkrankenhaus von Obermembach zu, sondern die Schulungen finden in der Zwischenzeit an anderer Stelle, zum Beispiel in Untermembach im Gasthaus Noppenberger oder bei den Eisstockschützen in Herzogenaurach auf der Nutzung Nummer 1 statt. Und die Schulungen sind sehr, sehr wichtig, denn sie helfen uns, die Zukunft der Bienen zu sichern. Geschult wird auch bei dem oder in dem Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen, das uns einst Adolf Springer gebaut hat. Früher war es ein Verkaufsstand, den der Imkerverein in Herzogenaurach nutzte, um Reklame für sich zu machen.
Dieser Verkaufsstand ist in der Zwischenzeit nach etlichen anderen Stellen nach Bruck in die Fröbelstraße 6 umgezogen und wird dort mit 8 Bienenvölkern genutzt. Das sorgt für starke Aktivitäten in unserem Verein und ist sehr beliebt. Unser Zeitlerhaus auf der Herzogbase in Herzogenaurach sorgt mit den regelmäßigen Schulungen für das Probeimkern meist von unserem Bienenfachwart bzw. Bienensachverständigen Gerhard Knaus, wie auch durch Führungen von Kindergruppen und etlichen weiteren Besuchsgruppen für eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Mal führt der Gerhard, mal führt der Klaus Becker oder es kann auch jemand Auswärtiges diese Aufgabe übernehmen. Es soll uns auf jeden Fall helfen, die Öffentlichkeit zu informieren. Hier wird die Sommertracht 2020 in Teamarbeit durch die Probeimker beim Heim der Eisstockschützen in großer Runde geschleudert. Dabei werden Erfahrungen über das Lebensmittel Honig, den Umgang mit den Bienen bei der Honigernte und wie auch das gegenseitige Kennenlernen und so weiter ausgetauscht. Es ist ein ganz wichtiger Baustein, dass gemeinsam an den Sachen gearbeitet wird und das Gemeinsame hilft uns immer wieder weiter. Auf Bild 10 sehen wir die Refraktometer, die der Kreisverband der Imker des Landkreises Erlangen-Höchstadt gekauft hat. Der Landkreis hat dem Kreisverband Geld gespendet und davon wurde für jeden Ortsverein ein Refraktometer gekauft, der benötigt wird, um den Wassergehalt des Honigs bei der Ernte zu prüfen. Denn Honig, der einen zu hohen Wassergehalt hat, läuft Gefahr zu gären und entspricht auch nicht den Gesetzmäßigkeiten, die zu beachten sind, wenn man Honig verkaufen möchte. Also man kann damit prüfen, ob der Honig ausgereift ist und nach dem Schleudern ohne Risiken eingelagert werden kann. Ist der Honig noch nicht ausgereift, muss er noch in den Bienenvölkern längere Zeit gelagert werden, bevor man ihn schleudert. Wir sichern auch die Zukunft unserer Bienen mit Büchern und Informationen wie diesen Vortrag oder anderen Gegebenheiten wie Internetverbindungen, WhatsApp oder E-Mails. Viele spannende Informationen sind hier in der gezeigten Chronik nachzulesen. Es bereitet Freude zu lesen und imkern und öffnet die Augen und das Herz, wie die Natur zu verstehen. Kommen wir zu Teil 3. Da freut sich das Herz der Imkerinnen und Imker, wenn sie ihre Bienen gegen Ende September beobachten. Am Golfplatz bei Burgstall wie auch auf anderen Feldern wurden im Frühjahr Blühstreifen von klugen Landwirten und Leuten angelegt. Die Bienen sammeln dort fleißig Pollen, der noch Platz zwischen den Winterfutter findet und im Frühjahr zur Aufzucht der jungen Brut gebraucht wird. Viele Insekten wie Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Libellen sind auf dem Blühstreifen zu finden. Ganz mit Absicht wird der Blühstreifen am Schluss nicht weggemäht, sondern so stehen gelassen, denn es ist in der Zwischenzeit bekannt, dass in den Stängeln der einen oder anderen Blüten zum Beispiel Eier von den Insekten abgelegt werden, die im nächsten Jahr wieder den Frühling lebendig erleben lassen. Also hebt auch solche Sachen gut auf. In Folie 13 sehen wir,
wie ein anderer Imker hier den Bienenstand von Michael oder von Armin Luchner aussieht. Die meisten unserer Imkerinnen und Imker nutzen und lieben die seit ca. 40 Jahren eingeführte sanftmütige Biene Carnica, die sehr ruhig ist und eine gesunde Biene, die leicht zu pflegen ist, als solche genutzt werden kann. Andere halten Sorten wie die alte Nigra-Biene oder die Backfastbiene oder auch noch andere Sorten, aber die meisten nutzen die ruhige Carnica-Biene, die uns hilft, in Frieden weiterzuarbeiten. Jeder Imker hat seine eigene Art, mit den Bienenvölkern umzugehen. Hier unser Freund Rainer Heller aus Neuses nutzt die slowenischen Beuten mit Hinterbehandlung. Er ist der Landwirt, der uns seit einigen Jahren das Feld der Blütenträume auf dem Gelände der Firma Adidas neben dem Zeidlerhaus bestellt, worüber wir sehr glücklich sind, denn ohne seine Hilfe kämen wir nicht zurecht. Hier sieht man oder ist der Rainer Heller zu sehen, wie er hinter seinem Bienenstand steht und zeigt, wie die Beute von hinten aussieht. Bei der slowenischen Beute mit Hinterbehandlung, die Rainer Heller nutzt, müssen nur die Waben und keine Magazine gehoben und bewegt werden. Das ist auch eine interessante und wichtige Sache, denn das Heben der Magazine fällt manchen Leuten so schwer, dass sie es gar nicht machen wollen und sagen, ach, sie verlassen die Imkerei. Ja, für uns auf der Folie oder auf dem Bild 16 ist gezeigt, dass wir für unser Imker-Eck-Museum einen neuen behindertengerechten Platz suchen, um auch weiterhin Informationen, insbesondere über den Bienen und unsere Region der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Der Bienen, das ist die Gesamtheit des Bienenvolkes, also die Königin, die Drohnen, der Wabenbau, alles was dazugehört, die Behausung, das nennt man den Bienen mit einem Wort. Es ist ein altes Wort, den die alten Imker gerne genutzt haben und den ich auch gerne immer wieder nutzen könnte. Wir brauchen viel, viel Öffentlichkeitsarbeit und aus den Kindern, die früher die meine Vorträge gesehen haben, sind zum Teil schon erwachsene Eltern geworden, die Kinder haben und ihre Kinder voller Stolz zu uns in die Versammlung schicken. Ja, mit vielen guten Freunden sichern wir auch die Zukunft unserer Bienen. Der Klaus Becker spielt ab und zu den Beamten Konrad. Gute Freunde helfen immer wieder gerne mit, unsere Zukunft positiv zu gestalten. Klaus traf sich mit seinen guten Freunden Pedro und Mundo in El Salvador und war dort kurze Zeit als Beamter Konrad verkleidet. Auch El Salvador wurde über die Zukunft der Bienen, auch in El Salvador wurde über die Zukunft der Bienen gesprochen. Ja, das finden Gedankenaustausch statt bei den Besuchen, die man irgendwo in der Welt macht. Und es ist immer wieder erstaunlich, was so alles zu erfahren ist, wie die anderen Menschen imkern, wie große Imkern und kleine Imkereien sind. Große Imkereien mit mehr als 1000 Völkern, manchmal mehr als 2000, 3000 Völkern. Und was da alles an Geräten genutzt wird, was da alles für Sorgen mit dem Honig vorhanden sind, wie der Honig vermarktet wird, das sind alles interessante Sachen. Bitte merkt euch den Termin vor. Am Sonntag, den 25. Juli 2021, feiern die Imkerinnen und Imker 130 Jahre Imkerverein Herzogenaurach. Wo wir das feiern, steht heute noch nicht fest. Corona macht uns da Sorgen.
Wenn die Sorgen bis dahin nicht mehr so groß sind, wollen wir es mit mehr als oder gut 130 Personen in Untermembach im Gasthaus Noppenberger feiern. Wenn Corona uns das nicht gestattet, dann feiern wir es mit in Anführungsstrichen 13 Personen im Freien neben dem Zeitlerhaus auf jeden Fall am Sonntag, den 25. Juli 2021, steht das Fest an und wird gefeiert, wie auch immer. Das wird uns egal sein. Viele gute Freunde sichern wir unsere Zukunft. Mit meinem Studienfreund Pretro aus El Salvador besuchten nochmal, mit meinem Studienfreund Pedro aus El Salvador besuchten wir auch Dresden und andere Städte hier in der Gegend in Europa. Mit der Armbrust der Zeitler im Hintergrund postet er global den Imkerinnen und Imkern zu und wünscht allen Menschen auf der Erde Glück und Erfolg mit gesunden Bienenvölkern. Unser Imkervolk bleibt auch weiterhin recht aktiv, wie auf Folie oder Bild 20 zu sehen ist, und sorgt auch so zukünftig mit seinen Bienen für gute Blütenbestäubung. Mit Öffentlichkeitsarbeit sorgen wir dafür, dass recht viel